Herzlich willkommen zum Automagazin Fun & Drive. Heute mit veränderter Struktur, aber ohne Hysterie. Ganz großes Drama. VW brennt, Milliardenklagen gegen Autokonzerne. Der Ruf der deutschen Wirtschaft ist ruiniert. Mir ist natürlich klar, dass jetzt vieles in Frage gestellt wird. Ich verstehe das. Aber es wäre falsch, wenn wegen der schlimmen Fehler einiger weniger die harte und ehrliche Arbeit von 600.000 Menschen unter Generalverdacht gerät. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Plötzlich tun alle so, als seien sie Opfer eines kriminellen Betrugs geworden. Dabei wussten doch alle seit langem, dass die Verbrauchsangaben nach Rollenprüfstand völlig unrealistisch sind. Trotzdem wurden mehrheitlich selbst in Automagazinen die Verbrauchsangaben nach EU-Norm bestenfalls kommentarlos übernommen. Schlimmstenfalls wurde geduldet, dass diese Werte sprachlich als eigenes Testergebnis erschienen. Wir haben seit über 10 Jahren ständig darauf hingewiesen, dass mindestens 25% Realitätsaufschlag zu kalkulieren sind, weil eben seit langem bekannt ist, dass alle Hersteller bei den Messungen tricksen. Denn alle Pkw in einem vergleichbaren Segment haben fast identische Verbrauchsangaben. Was anderes wäre am Markt unverkäuflich. Und alle, außer VW, erreichen das ohne Manipulation? Klingt unwahrscheinlich. Gehen Sie davon aus, da werden noch viele folgen. Wenn wir hier sagen, alle haben mitgemacht, dann meinen wir auch die Politik und vor allem die Verbraucher. Weil der Riese VW angeschlagen ist, blasen jetzt auch die selbsternannten Umweltritter zum Kreuzzug gegen den Diesel und wollen Köpfe rollen sehen. Warum bewerben die sich nicht beim IS? Die DUH glaubte zum Beispiel, der Autoindustrie eine Art Selbstanzeige-Ultimatum stellen zu können und ruft zudem öffentlich zum Verrat von Betriebsgeheimnissen auf. Was jetzt folgt, ist keine Klagewelle, sondern ein Klage-Tsunami. Dann sollte man aber auch die Verantwortlichen für solche absurden Messverfahren gleich noch mit anklagen, und zwar wegen Beihilfe zum Betrug. Denn die Angaben zu Verbrauch und Emissionen wurden nach EU-Norm unter vorhersehbaren Laborbedingungen ermittelt, also nicht im Alltag. Nun wird sogar spekuliert, ob die allgemeine Betriebserlaubnis erlischt. Wer hat die denn ausgestellt? Die amtlichen Kontrollinstanzen, und die haben natürlich nie gesehen, dass die Türfugen zugeklebt waren oder auch mal Anbauteile des Serienmodells fehlten, und das waren noch kleine Tricks. Ebenso unerklärlich ist aber auch, dass beim Hybrid die erste Batterieladung in die Messung überhaupt nicht einfließt, womit, stark vereinfacht, 30% vom Energieverbrauch geschenkt sind. Nochmal zur Erinnerung. Von den aktuellen Manipulationen sind bisher Dieselmotoren aus dem VW-Konzern betroffen, bis zurück in das Jahr 2009. In 6 Jahren und bei 11 Millionen Fahrzeugen sind diese enormen Abweichungen niemandem aufgefallen? Auch nicht beim Tanken? Wer im Ernst glaubt, ein Oberklasse-Auto mit 2 Tonnen Gewicht sei mit 3 Litern auf 100 zu fahren, der gehört in die MPU. Was an diesem sogenannten Skandal nervt, ist die allseitige Heuchelei. Wie wohl niemand den Braten gerochen haben will, ist in Kommentaren zum Thema Diesel schon wieder vom Stinker die Rede, was peinlich dumme Agitation ist. Und weil über diesen Eklat die IAA fast zur Nebensache wurde, zeigen wir aus Trotz und Mitleid entgegen unserer Ankündigung nun doch noch einen kurzen Rundgang, der allerdings am ersten Tag der Messe produziert wurde, also vor der ganzen Aufregung. Mercedes hat es in diesem Jahr mit der IAA ziemlich wörtlich genommen und präsentiert den IAA-Konzept, was in diesem Fall so viel heißt wie Intelligent Aerodynamics Automobile. Das volldigitale Auto kann wie ein aerodynamisches Chamäleon für jederzeit beste Aerodynamik seine Form der Geschwindigkeit anpassen. Ab 80 Stundenkilometern Geschwindigkeit fahren am Heck sowie an anderen Stellen diverse Segmente aus und verbessern die Aerodynamik des Autos. Ergebnis ist ein Traum-CW-Wert von 0,19. Opel zeigt den neuen Astra und gibt sich dabei extrem selbstbewusst. Er will es gleich mit einigen Wettbewerbern aus der Oberklasse aufnehmen. Ja, wir sind mit einem Zwinkern im Auge über 5 Oberklasse-Limousinen gesprungen, weil wir sagen, der Astra hat so tolle Funktionen, der ärgert sogar die Oberklasse. Und das tut er auch, weil er hat Funktionen, die es sonst nur in der Oberklasse gibt, wie Massagesitze, wie Sitzbelüftung, heizbare Rücksitze. Er hat Sicherheitsfunktionen, er bremst automatisch, er kennt Verkehrsschilder, er hat ganz Top-Motoren und vor allem, er ist vernetzt wie kein anderer in der Klasse mit Onster. Bei Audi hingegen steht neben dem neuen A4 vor allem diese E-Studie im Mittelpunkt.
Der e-tron als vollelektrischer SUV soll wohl ab 2018 so ähnlich herauskommen. Borgward hat es tatsächlich geschafft und feiert seine Auferstehung nach über 50 Jahren in der Versenkung. BX7 heißt das erste und derzeit einzige Modell. Ein SUV mit unaufgeregtem, eher schlichtem Design. Allerdings an die Ausstrahlung der früheren Modelle kommt er hier ebenfalls nicht ran. Die neuen Besitzer kommen aus China und wollen nun mit Hilfe des legendären Rufes der Marke ab 2016 ihre Autos zunächst mal nur unter das chinesische Volk bringen. Wenn das klappt, will man Europa und die USA erobern. SUVs bleiben ein Verkaufsschlager. So setzen selbst Firmen wie Bentley oder Jaguar auf die imposanten, wuchtigen und im Grunde genommen viel zu großen Stadtgeländewagen. Optik ist bekanntlich Geschmackssache. Doch bei diesem Bentley fragt man sich schon, ob das der noblen Kundschaft gefallen wird. Jaguar legt eher Wert auf die sportlichen Gene bei seinem F-Pace-SUV und zeigt in echt, was viele von uns allenfalls von der Carrera-Spielzeugrennbahn kennen. Ford gibt sich ebenfalls sportlich und zeigt einen neuen GT. Der V6-Motor des Supersportwagen liefert 600 PS, ist wohl weit über 300 Stundenkilometer schnell. Allerdings, günstig ist der Renner nicht gerade. Es wird gemunkelt, dass er so um die 180.000 Euro kosten soll. Wem das alles viel zu viel von allem ist, vielleicht zeigt wahre Größe, wer mit einem kleinen Autochen klarkommt. In diesem Fall empfehlen wir, sich mal das neue Smart Cabrio näher anzuschauen. Günstig, flott, praktisch. Der kleine Zweisitzer bietet puren Fahrspaß ohne viel Schnickschnack und das Ganze zu einem Preis, für den es bei einigen der hier vorgestellten Modelle gerade mal einen Teil der Sonderausstattung gibt. Auf der IAA finden die größten und stärksten Fahrzeuge die meiste Aufmerksamkeit, auch Tage nach der Manipulationsgeschichte. Der wirkliche Skandal ist, dass die Fahrer völlig unsinnig über motorisierte Autos nach wie vor bewundert werden, anstatt sie in eine Therapie zu schicken. Selbst wenn auf Elektromobilität umgeschwenkt wird, bleibt das Statusdenken und Imponiergehabe erhalten. Gleich noch ein Beispiel aus dem VW-Konzern. Meine Damen und Herren, die Konzeptstudie Porsche Mission E. Was macht ein Elektroauto zum Sportwagen? Anders gesagt, was muss ein E-Porsche können? Wie muss er aussehen? Wann wird er kommen? Die Antwort steht hier. So könnte er. Das ist Matthias Müller, seit dem 25. September der neue Chef des VW-Konzerns. Ein paar Tage zuvor war er noch Porsche-Chef und in dieser Funktion präsentierte er hier das Konzept der Mission E, also ein reines Elektromobil, das zugleich ein reiner Porsche sein soll. Auch deshalb statt der bisherigen 400 erstmals mit 800 Volt Technik. Das soll Blitzladezeiten ermöglichen und Fahrwerte vom Feinsten. Ohne Wenn und Aber, so wie es unsere Kunden heute im Alltag und auf der Rennstrecke erwarten können. Sportlich heißt auch, dauerhaft schnell beschleunigen und wieder bremsen können, ohne Leistungsverlust. Schnell beschleunigen heißt bei einem E-Porsche in unter 3,5 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde und unter 12 Sekunden von 0 auf 200. Sportliche Fahrweise heißt auch eine Höchstgeschwindigkeit über 250 km/h
und das nicht nur einmal pro Batterieladung. Und ein Porsche mit Elektroantrieb muss natürlich auch die Nürburgring-Nordschleife zügig bewältigen können, sagen wir einmal in einer Zeit von unter 8 Minuten. Und weil Alltagstauglichkeit bei Porsche genauso wichtig ist wie die Fahrleistung, darf ein Tankstopp mit dem e-Porsche nicht länger als 15 Minuten dauern. So wie heute tanken, einen Espresso trinken und einmal die Hände waschen. Und danach wieder auf die 600 PS freuen, die an der 800 Volt Ladestation im Porsche Mission E lauern. Und das alles in einem Fahrzeug, das jeder sofort als Porsche erkennt. Dass die Design-DNA des Elfers in die Welt rein elektrischer Sportwagen überträgt. Funktional, sinnlich, zeitlos schön. Ein Forever Young auf Rädern und so radikal modern wie der Urelfer auf der IAA 1963. Ein Sportwagen. Ja, und auch an der Stelle wieder die Gebetsmühle. E-Mobile fahren emissionsfrei nur vor Ort. Der Strom muss auch erzeugt werden, wie in Frankreich eben zu 80% in Atommeilern. Aber es könnte natürlich auch erneuerbare Energie sein. Wann wird es soweit sein? Sobald die Technologie soweit ist, vermutlich in weniger als 5 Jahren. Vielen Dank. Na, das mit den 5 Jahren wird wohl nichts, denn jetzt wird das Geld woanders gebraucht. Das Skandalöse an solchen Enthüllungen ist doch immer, dass plötzlich einer zum Prügelknabe wird, obwohl alle mitgemacht haben. Denn da ist eine Generation Ja-Sager unterwegs, deren Anpassungsbereitschaft auch vor dem eigenen Privatleben nicht Halt macht. Erste Kapitalismusregel, der Egoismus des Einzelnen dient dem Wohle aller, wie man sieht. Dabei hat die Autoindustrie bereits das Instrument in der Hand, mit dem man das rücksichtslose Profitdenken eindämmen könnte. Es gibt eine Kontrolltechnik für die Kursstabilität, die frühzeitig eine bedrohliche Schieflage erkennt und das nennt man einen Giersensor. Würde der auch beim Menschen ansprechen, käme ein infernalisches Dauerpiepsen zustande. Für heute ziehen wir den Diagnosestecker. Bis zum nächsten Mal.